Ja, bevor wir zu einer kleinen musikalischen Zugabe kommen, möchte ich noch auf etwas aufmerksam machen. Sie haben wirklich gemerkt, unsere Shows werden immer aufwendiger für die, die schon ein paar Mal bei uns waren. Und wir haben dieses Jahr wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Aber zum Schluss ist uns ein bisschen das Budget ausgegangen. Vielleicht haben Sie es bemerkt, dieser Christbaum ist zwar wunderschön, aber er steht etwas schief. Und schuld daran ist dieser Christbaumständer, den wir aus dem Internet bestellt haben, und der war sehr günstig. Und irgendwie, ich habe den Jungs die Gebrauchsanleitung vorgelesen und sie angeleitet, aber irgendwie ist das nichts geworden. Ja, also ich probiere es nochmal. Gebrauchsanleitung für einen Christbaumständer made in Taiwan. Stehfuß für Christbaum. Der Stehfuß macht Christbaum gut steh. Mit Sicherheit gibt man um, nicht gewährleistet mit Garantie. Stehfuß immer Funktion, wenn harten Anleitungen genau folgen. Aber nicht gemacht. Littes. Christbaum machen spitz unten für dauerhaften Steh. Zweitens, Christbaum und den Spitz fühlen ein in Öffnung von Stehfuß. Erstens, wenn Christbaum und den Spitz zu dick schneiden ab bis passen. C. Wenn Christbaum und den Spitz zu dünn, Zwangsschlaube mit Klemme, Klemme, Klemme. Fünftens, Zwangsschlaube nach Stunden, Gleitzieher nach Schlauben. Siebtens, Christbaum und den Spitz in Stehfuß verklebt fester in Zement. So nichts passieren mit Sicherheiten. Fertig. Stehfuß und Christbaum wünschen bloge weiter nach. Passend dazu, meine Damen und Herren, fühlen Sie sich eingeladen, mit uns zu singen Rocking Around the Christmas Tree. Und hier begrüßen wir unser Einhorn. Christmas tree at the Christmas party home. Mistletoe